Wir begrüßen Sie aus dem El Alcoraz. Herzlich willkommen zu diesem heutigen Spiel. Wolf Fuß und Frank Buschmann sind heute wie üblich Ihre Kommentatoren. Auf dem Programm steht heute eine sehr interessante Begegnung. Könnte eine packende Partie werden, Buschi? Ich glaube, für die beiden ist das hier mehr als ein Freundschaftsspiel. Die nehmen es sehr ernst, die wollen zeigen, was sie drauf haben. Das ist Ihre Startaufstellung heute. Wir spielen heute in einem offensiven 4-5-1. Interessante Entscheidung, Wolf. Da ist eine Menge los im Mittelfeld. Da brauchst du gute Leute, da brauchst du Laufbereitschaft und Flexibilität. Was sie immer wieder schaffen, ist enormen Druck aufzubauen. Und das macht sie so erfolgreich. Damit kannst du jedem Gegner dein Spiel aufzwingen. Aber du bist natürlich auch anfällig. Darfst nie abschalten. Da kommt der Anpfiff, das Spiel beginnt. Guter Zweikampf. Er lässt seinen Gegenspieler stehen. Sucht die Lücke. Gut, wie er den Ball abblockt. Tor ist leer. Das kann natürlich nicht zählen, wissen Sie auch. Die Schiedsrichterin entscheidet abseits. Ist ja klar, hat jeder gesehen, beschwert sich auch keiner. Dazwischen. Guter Vorstoß jetzt. Es gibt Einwurf nach diesem guten Zweikampf. Ball im Aus. Außen hätten sie jetzt Platz. Flanke kommt. Kein Tor. Da sah eigentlich alles nach der Führung aus hier in diesem Spiel. Aber wir müssen weiter aufs erste Tor warten. Und hier nochmal die Grätsche in der Zeitlupenwiederholung. Ja, und Wolf, du weißt, oft ja nur das letzte Mittel. Aber hier die richtige und gute Aktion. Das muss er besser machen.
So, das könnte gefährlich werden für die Hintermannschaft. So, Ballbesitz jetzt. Schön dazwischen gegangen. Da oben, der vorne den Ball. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Kein Problem für den Torhüter, da konnte er sogar stehen bleiben. Sie sehen sich jetzt diesem frühen Pressing gegenüber. Ja, starker Pass. Das kann was werden. Kein besonders guter Abschluss. Er zieht ab. Nee, der Abschluss war einfach nicht gut genug. Gäbe jetzt durchaus einige Anspielstationen. Und damit ist der erste Treffer in diesem Spiel hier gefallen. Da haben wir die Entstehung dieses Tors nochmal. Erst das feine Kurzpassspiel. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen, diese tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sauber vom Ball getrennt hier. Super dieses Zuspiel. Da passt er auf und kann klären. Gute Chance jetzt, es gibt einen Eckball. Hier nochmal das Tor, das zur Führung führte. Ecke kommt. Jetzt kann es eng werden. Ballgewinn durch dieses frühe Stören. Bringt den Ball jetzt in die Mitte. Verteidiger ist da, er hat den Ball. Wir haben den Ball. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Gehalten. Dieser Ball wäre der Doppelpack gewesen, aber da ist nichts draus geworden. Starke Aktion, lässt da überhaupt nichts anbrennen. Eck in den Strafraum. Weiter gefährlich, das war zu halbherzig. Wenn so ein Volley reingeht, steht das Stadion Kopf. Aber wenn dann so ein Ding dabei rumkommt, dann ist es eher frustrierend. Den muss er hier machen. Also den Ball, den muss er doch reinmachen. Leeres Tor. Der würde am liebsten den Boden versenken. Was für eine schwache Aktion. Das Ding muss drin sein. So, der Pausenpfiff beendet diesen ersten Durchgang. Jetzt ist erstmal durchatmen angesagt.
Alle sind bereit. Die zweiten 45 Minuten stehen an. Ball im Seitenaus, gibt jetzt natürlich Einwurf. Könnte jetzt was werden. Abwehr muss aufpassen. Das wird gefährlich. Es gibt Freistoß. Wirklich präzise, wirklich hart war nicht. Blockt den Schuss erstmal ab. Viel Platz für den Konter jetzt. Da war die Chance für den Konter da, aber so wird das nichts. Der Ball ist wieder weg. Jetzt nimmt das alleine mit allen auf. Wir schauen nochmal auf dieses Tor und wir sehen, das ist ein exzellenter Alleingang. Setzt sich durch, zieht zum Tor und der Abschluss ist auch richtig gut. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Gibt Einwurf. Jetzt hat er den Ball wieder. Wie bewertet die Schiedsrichterin jetzt dieses Foul? Spielt den Ball zum Gegner. Gibt jetzt die Gelegenheit. Ball kommt rein. Super dazwischen gegangen. Erfolgreich gegrätscht. Jetzt gibt's hier vielleicht die Chance. Schwacher Abschluss, überhaupt nicht gefährlich. Er geht schön dazwischen. Da haben wir den Ballbesitz, alles sehr ausgeglichen. Und das spiegelt sich natürlich auch im Resultat wieder, bisher unentschieden. Und wir schauen genau hin, sieht wieder vielversprechend aus. Da verlieren sie den Ball. Und es gibt natürlich Einwurf. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Jetzt der Ballverlust. Macaulay Gillespie. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis.
Einwurf, der Ball war draußen. Sie wechseln aus. Wird Einwurf geben. Der Blick auf die Uhr, 9 Minuten bis zum Ende. Ob sie hier noch auf den letzten Drücker den Siegtreffer erzielen? Er kann klären. Klasse Timing, da kommen sie nicht durch. Wichtiges Tackling hier. Hoppala, das war riskant, aber es ist gut gegangen. Da ist Platz für den Konter. Weiter gefährlich hier. Und da gibt es jetzt den Einwurf. Und da kommen die Auswechslungen. Neue Spieler für beide Teams. Muss er aufpassen. Sie schalten auf Angriff um. Das ist wohl die letzte Chance, hier doch noch als Sieger vom Platz zu gehen. Die zweite Hälfte ist vorbei und wir haben ein Unentschieden.